Hallo zusammen, mein Name ist Benji. Einige haben ihn bereits gesehen. Im Geburi-Clip auf Joyce. Ich habe es per Zufall gesehen, dass es gerade läuft. Eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, dass die Leute von American Pie dort anhören. Aber anscheinend sind da vorne Videos gezeigt worden von den Glückwünschen. Und darunter auch uns, was mich da überrascht hat. Das hat dann mehrere Reaktionen ausgelöst bei den Leuten. Einige sind positiv gewesen, einige kritisch und andere wiederum sind überfragend gewesen. Mir hat mir auch darauf angesprochen, ob ich nicht will, auf diese Fragen auch Stellung nehmen. Das habe ich auch wollen machen. Bloß, es hat auch wenig Zeit gegeben. Und das auch können machen. Darum habe ich gedacht, Benji, machst du mal ein Antwortvideo. Und ich werde jetzt ein paar Kommentare vorlesen und auch probieren, so gut wie möglich Stellung zu nehmen. Sabrina schreibt, wenn das Bernerdeutsch ist, dann weiss ich auch nicht, was sie für einen Dialekt reden. Sabrina, merci für den Kommentar. Und ich kann sagen, Sabrina, du hast absolut recht. Das war nicht Bernerdeutsch. Es ist viel spekuliert worden, wann ich den für einen Dialekt habe. Ich möchte sagen, mein Dialekt verstehe ich selber nicht ganz. Wieso? Weil er ein Gemisch ist aus allen möglichen Schweizer Dialekten. Ein bisschen St. Galler, ein bisschen Thurgauer, ein bisschen Berner, ein bisschen Appenzeller und Zürcher. Eigentlich aber bin ich Kroat aus Bosnien, wo ich in Deutschland gelebt habe und jetzt als Schweizer in der Schweiz lebt. Und ich selber habe eben keine Ahnung, was ich für einen Dialekt rede. Aber anscheinend versteht man mich. Und da ist doch das Wichtige, dass man einander versteht. Von mir aus könnte es nur eine einzige Sprache geben. Wir in der Schule lernen über beinahe 10 Jahre Fremdsprachen. Wenn man jetzt nur eine Sprache hat, ich wäre persönlich für Englisch, weil das verbreitet ist, dann hätten wir auch mehr Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel besser kochen lernen. Ich selber habe Mühe, Curry zu machen. Hätte ich die Zeit können, zum Beispiel investieren, Curry machen zu lernen. Ich gehe zum nächsten Kommentar. Der Marco. Nein, nicht der Marco, Entschuldigung. Der Claudio Hofer. Oh ja, das Video ist sehr lustig. Sie Doppelpunkt D. Vielen Dank. Zum nächsten. Joyce Dean sagt, Benji macht in Zukunft das Nachtprogramm auf Joyce. Der Ruf hat Marco geantwortet, ich zitiere, hehehehe, ha, ha. Jetzt lachst. Danina hat gesagt, der ist sicher so Nina. Er hat so einen Würfel neben sich, der hat das sicher den ganzen Tag gemacht und immer hure viel Zeit für alles.
Ich weiß jetzt nicht, wann ihn geschrieben hat. Ich bin erst später eingestiegen. Du meinst sicher, der Würfel? Für das brauchen wir allerdings nicht den ganzen Tag, sondern höchstens 2 Minuten. Wenn wir es kann. Ich lese weiter. Marco. Nein. Entschuldigung. Ein Werner. Vanessa. Präse. Oder so. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. Schön. Der Josh hat darauf geantwortet, Pfarrer for the win. Doppelpunkt, Klammer zu. Ich möchte auch dazu Stellung nehmen. Ich bin kein Pfarrer. Ich bin ein Mediamatiker. Und Mediamatiker, das sind Menschen, die mit verschiedene Computertechnologien zu tun haben. Das sind verschiedene Gebiete, wo ich jetzt nicht alle erläutere. Dafür gibt es Wikipedia. Aber eine Sache möchte ich doch sagen. Mediamatiker, die haben nichts mit Mediamarkt zu tun. Das sage ich auch im Namen von allen Mediamatikern. Ja. In der Schweiz. Aber tatsächlich, wo ich klein war, so gross, vielleicht auch so gross, wollte ich Pfarrer werden. Das war mein absoluter Traum, Pfarrer. Aber dann habe ich mit 5 ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ich habe mitbekommen, dass man erstens als Pfarrer keine Frau daran. Tja. Ich bin natürlich schockiert. Apropos, ich bin Single und falls dort irgendwo eine ist, die sagt, okay, mit dem könnte ich einen Tag oder mehrere aushalten. Oder einen Tag verbringen mit mir, den bitte an benji.benji.ch. Aber auch ein weiteres einschneidendes Erlebnis. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Bibel nicht alles drin hat. Beziehungsweise doch in Ungarn heute Dinge sind. Ich finde jetzt, ja, fängt schon falsch an, habe ich das Gefühl. Adam und Eva, die haben keinen Abel erschaffen, kein tötet Abel. Der Adam stirbt auch irgendwann vor der Frau wahrscheinlich. Und den haben wir nur Mutter und ja, der Kain. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie zum Geier die ganze Menschheit entstanden ist. Sind da Sachen passiert, wo nicht korrekt wären nach der Bibel, dem würde sich die Bibel widersprechen. Wenn schon der Anfang so strub ist, wie ist wohl der Schluss? Oh Gott. Also, ich gehe noch weiter. Marco sagt, bist der Best. Danke, Marco. Ich denke, das zeugt auch, also ich denke, du bist sicher auch ein cooler Mensch. Marco schreibt nochmal etwas. Er schreibt so langsam, wie er redet. Dem kann ich
etwas entgegensetzen. Ich schreibe nur noch sehr, sehr schnell. Aber in der Sendung, wo das gefragt worden ist, ist mir eben aufgefallen, dass etwas nicht funktioniert. Und zwar, wenn man zu viel schreibt, dann wird nicht alles mitgenommen. Da habe ich dann müssen, die Teil umbrechen zuerst und dann posten, was mir Zeit kostet hat. Leider. Und darum mache ich jetzt das wieder, ohne neue Antwort. Und, aber, ich möchte auch zeigen, dass es nicht ganz so ist. Ich kann daraus auch schnell reden, ganz normal reden. Und da möchte ich euch auch zeigen, anhand von Rap, nochmal das Geburtstagsständchen für Joyce. Lasst doch mal zu und ich hoffe, dass euch der Rap gefallen wird. Sind ihr parat? Dann fang ich mal an. My name is BG and I got to know me from Athens and the land in a place to be. Watching Joyce. The tune's rocking internationally. Living on the spin like you think you wanna be. Damn, hold up now. Only when the second DJ put a needle to the record and make people weapon doesn't know damn well. I am director, MC in the sector, platinum collector, knocking on the back of peace. Das ist ein Auszug aus einem typischen Rap-Rhyme mit auch der typischen Endung Peace am Schluss, wo viele Rapper machen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auch auf benji.ch weitere Sachen finden. Falls nicht, dann besucht nicht der andere Website. Oder doch, wenn schon so. Da ist es eigentlich gewesen. Ich möchte Joyce auch weiterhin alles Gute wünschen. Morgen haben die Leute große Feier. Ich werde womöglich müssen arbeiten, also längere. Wie länger mit mir werde aber irgendwann ab dem 7 vielleicht auch online sein und können mitverfolgen, was dort passiert. Tja, so, dann wünsche ich euch eine gute Zeit auch weiterhin, ein gutes Jahr und hoffentlich viele gute Joyce-Momente. Tschüss zusammen. Binging tools and up solo land in a place to be. Ja, da ist es gesehen. Bin ich gespannt. Mal gucken. Ja. Und vergesst die Frauen nicht. Binging at Binging sehr hart. Falls es nur ein Tiger. Tschüss. Hallo.